Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr schaut. Ich bin Patrick vom Kanal Sugar Gaming und begrüße euch zum nächsten Kampf in der PBL. Diesmal gegen den guten Maxi vom Team Mauni. Und ja, das Team habt ihr gestern schon gesehen. Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Wir haben hier einen Erbalun Heatran, einen Scuff Kirim, einen Assaultfest Event Raikou, das ist ein speziell defensives. Ein physisch defensives Palipalim. Ein Choice Bandit Kributak, ein Fistiff Kributak mit den Lefties und ein Life Orb Femicula. Auf der anderen Seite sehen wir Kikli, Kaifel, Togekiss, Tentoxa, Jirachi und Fuyal. Hauptchallenge im Kampf wird dann wahrscheinlich sein, nicht jetzt gefinisht zu werden und natürlich das ganze Ding auch zu gewinnen. Ja, wir sehen den Lead Heatran gegen Kikli. Nicht so ganz in meinem Favor, aber ich würde sagen, legen wir los. Pokémon-Trainer Maxima fordert dich heraus. Oh lol. Nun haben wir hier mit Meissner rein, den guten Heatran. Und er mit Thomas Müller. Der Name ist übrigens absolut genial. Props dafür. Wer es nicht weiß, war Champions League. Letztes Gruppenspiel, wo Thomas Müller einen absoluten High-Kick gegen Tagliafico von Ares ausgeteilt hat. Auf jeden Fall hier raus in Palimpalim. Fistef, damit kann ich den High-Out-Karriere recht gut abfangen. Und selbst wenn wenn jetzt Knockoff drücken würde, hätte ich die Körbe Barry und könnte ihm danach eine Psychic reindrücken. Er geht raus in seinen Quiekel, Keifel. Ich habe erstmal Donnerwelle, weil ich dachte, vielleicht bleibt er drin oder er geht in irgendwas anderes, aber halt eben nicht in Keifel. So. Ich hier aus dem Famicula und damit sehen wir das erste Mal Famicula in dieser Liga. Hey! Also irgendwie echt traurig ist, dass es jetzt der vierte Kampf ist und dann erst alle Pokémon draußen waren. Ich bin ja erstmal von er ist ja direkt auch direkt in den Jirachi rausgegangen. Ich drücke die Dunkelklaue. Hat er Angst, dass er jetzt mit einem Feuerschlag oder sowas kommt. Aber er geht ja auf den Delegator. Habe ich im ersten Moment ja nicht verstanden, aber ich dachte mir dann so, okay, gehe ich einfach weiter auf die Dunkelklaue. Wenn er kein Feuer, will es nicht um ihn Feuerschlag oder was haben. Habe ich gekalkt, hätte ich mit wahrscheinlich mit dem Feuerschlag eh nicht killen können. Außer er ein sehr komisches Investment gespielt. Ja. Kriegen wir nochmal Life Up Damage und fressen den Ableithieb. Der macht aber jetzt auch nicht so unfassbar viel, heißt, die nächste Shadow Claw wird trotzdem noch killen. Dann war jetzt hier die Überlegung, ob ich jetzt auf die Shadow Claw gehe. Oder ob ich einen Switcher prägte und in irgendwas anderes, wie zum Beispiel Iron Head oder so. Dann bin ich hier aber weiterhin auf die Dunkelklaue gegangen und er geht raus in sein Targetkiss. Überlegung war auch, ob ich auf Clownwetzer gehe, weil ich, wenn ich einen Switcher prägte, weil ich ja schneller als fast alles in seinem Team war. Hier mit Femicula. Und dann hier zum Beispiel direkt einen Iron Head hätte drücken können. Aber hier wollte ich nicht drin bleiben, weil ich einen Feuer Flammenwurf prägtet habe. Aber hier kommt die Aurasphäre und die tut Heatran schon ein bisschen weh. Aber schon ziemlich crazy, dass er einfach die Aurasphäre spielt. Ja. Heatran hat ein recht gutes Matchup. Wollte jemand in die Rocks legen, dass sie auch mal liegen. Und Flinch. Einmal irgendwie Sachen im Kampf geschrieben, dass das die ersten beiden, dass in dem Kampf die ersten Flinches, in dieser Liga kamen. Das ist mir ein bisschen traurig. Ich gehe jetzt hier raus in Raikou, weil ich damit die, speziellen Attacken ganz abfangen kann, wegen der Assault Fest. Aber Togekiss ist auch nicht so den überragendsten speziellen Angriff hat, vor allem weil ich hier eher eine Bulky-Variante prediktet habe. Bin ja auf den V-Switch gegangen, direkt. Eigentlich nicht mehr auf die Aurasphäre gegangen. Weil ich hier den Switch auch in Kaifel prediktet habe. Aber jetzt ich in Fuyal. Bin ich auf den Wurzwitch gegangen und der ist schneller als ich. Ich hatte einen Scarf und da kommt der Turmkick. Und das tut scheiße weh. 22 Life Points und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Gehe ich erstmal raus und gehe hier in Kyurem, weil Kyurem auch eben durch den Scarf auch schneller als ein Scarf Fuyal ist. Und bin hier erstmal schnell auf den Icebeam gegangen. Mir ist egal, ob er jetzt in irgendwas reingeht oder so, ich wollte Fuyal weghaben. Aber ich hätte den Toxa und das Ding speziell defensiv. Und das Bulk speziell defensiv, da ich halt richtig heftig. Das war ein Eisschaf an einem Full Spitz Attack Kyurem. Ja. Hier wieder raus und gehe in mein gutes Buchwald, mein gutes Kributak.
Weil, da ich Satara nicht dabei hat, habe ich hier, Geotag nicht so wirklich gebraucht. Ja. Dann ist okay. Kann ich das hier reinwerfen? Dann kommt er mit dem Zauberschein. Was zur heiligen Hölle. Ich gehe auf den Abschlag. Kann man ein bisschen Schaden drücken. Ist halt trotzdem eine Adaptability Krebutak. Das Ding hat. Schau ich mir das an. Das Ding hat nicht mehr Investment in den Angriff. Es ist ja nur Adaptability und trotzdem ist Tontexer noch auf dem letzten Viertel. Es ist absolut lächerlich, was das Ding anrichten kann. So, ich gehe wieder raus in Raikou. Drücke dann direkt auf den V-Switch, glaube ich. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist eh nur mit der Zwingerunterdruck. Ich bin dann direkt auf den V-Switch gegangen. So wie ich mich kenne. V-Switch? Ja, diesmal bin ich auf den V-Switch gegangen. Ja. Das Ding ist ja jetzt so gut wie weg. Ich gehe hier in Kyurem, um das Ding abzustauben. Die Zeichen hat übrigens nicht gekillt, falls in Kiki rausgeht. Heißt, müssen wir ja natürlich zwischen Eisstrahl, Fokusblast und Earthpower entscheiden. Und da ich will den Switch dort in sein Ding in Tontoxa, gehe ich auf die Altkräfte und kann damit Jirachi direkt rausnehmen. Und ja. Damit ist es erst ist sein erstes Mon down. Was ziemlich cool ist. Ja, da kommt Kikli rein. Da will ich jetzt nicht unbedingt drin bleiben, weil ich einen High-Art kann nicht gern fressen und das Ding ist halt noch full life. Deswegen gehe ich wieder in Palimpalim. Er geht direkt raus in Tolkis. Und ja. Dann wir dann, okay, bleib ich mal drin, mal schauen, wie viel er macht. Und es war mir jetzt ein bisschen zu viel. Und ich flinche. Warum? Warum, Maxi? Warum? Warum tust du sowas? Das ist nicht schön. Das ist echt nicht cool. Ich gehe raus in Kyurem. Und, er geht auf den Wish. Hat mir jetzt auch nicht so ganz gefallen. Hier auf den Eisstrahl. Und er geht hier in Keifel. Was durch die Speckschicht und den Evoliten Eisstrahl auch ganz gut tanken kann. So, ja, hier bin ich nochmal auf den Eisstrahl, weil ich hier den Double Switch dann predicted habe, dass er vielleicht wieder in irgendwas, vielleicht in Fuyal oder so rausgeht. Wenn ich jetzt in, also wenn ich jetzt Famicula gehe, dass er in irgendwas rausgeht, was halt Famicula rausnehmen kann oder so. So, jetzt bin ich aber in Famicula gegangen, weil Famicula halt einfach ein absolut geiler Switchin für Keifel ist. Und ich darf einen Gefriertrockner, warum auch immer, hab ich nicht so ganz gesehen eigentlich. Der Moment, der war wahrscheinlich gegen Krebutak, aber das Ding ist ja down. Und er geht am Eisplitter. Und Leute, Famicula. 2 KP. Der Boy tankt es einfach. Und dann kommt noch der Eisenschädel. Mit Hustle hätte es gekillt, aber ja. Oder vielleicht hätte es mit Hustle gekillt. Ich dachte, es wäre ein Low-Roll. Ja. Keine Ameisenboy durfte im ersten Kampf nicht mehr irgendwas killen. Ich im Palimpalim habe extra noch gekalkt, ob die Eisschart mich nach den Rocks killen kann. Und das kann sie nicht. Aber geht tatsächlich raus. Ich bin auf eine Auflockern gegangen. Einfach um die Rocks wegzubekommen. Ich darf meine ja auch nicht legen, deswegen darf er auch keine haben. Das ist halt schon so Gerechtigkeit und so, würde ich mal sagen. Ich gehe dann mal auf den Wish. Und ich habe die Psychokinese, weil ich mir dachte, okay, jetzt kann ich bei dem Problem eigentlich abwerfen mittlerweile. Weil irgendwie auf 30 KP macht das Ding eh nicht mehr arg viel. Wo auch nicht mehr unbedingt nochmal in Rocks rein. Einfach weil Eisen sein Team schneller ist. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt kann ich es abwerfen. Fertig. Und kann mir danach einen Safe Switch in Togekiss holen. Gehen hier in mein Raikou. Und, ich überlege, war es die Runde oder war es die nicht? Nee, der war kein. Ne, okay, es war die Runde dann. Bin ich auf den Worldwechsel gegangen? Ja, um hier. Weil ich mir dem am Ende gedacht habe, wenn er mit Keife reinkommt, kann ich immer noch in Kyurem raus. Kyurem kriegt da nicht arg viel von. Und so kann ich dann auch mal auf meine Steps drücken. Und hab damit jetzt auch seinen Spinner weg. Nämlich gehe ich jetzt in Meißner. Und der schickt natürlich Kikli rein. Bei mir, okay. Ja, habe ich jetzt Kikli abgeworfen. Also okay, halt ich schon abgeworfen, weil ich mir dachte,
Arc auf welche mir jetzt auch nicht mehr zukommen, weil sein Team halt wirklich sauschnell ist. Und ich nur gegen Keifel vielleicht noch reinkommen würde. Und da, das sind keine EQ. Dann gehe ich hier in Raikou. Wollte das Ding einfach jetzt abstauben, weil wollte jetzt hier auf den Visage gehen, weil der ja langsamer ist als ich. Und geht raus. In sein Fruyal. Und jetzt kommt der Überplay, Kraftreserve. Nee, es war ja einfach eine Prediction, dass ein Fruyal rausgeht. Mein bester Play war in dem Moment die Kraftreserve Eis. So, der richtige Überplay war es jetzt nicht, aber eben wie gesagt, war mein bester Play in dem Moment. So, jetzt geht ihr hier in sein Keifel. Die Eisschart killt mich auf der Range. Heißt, ich gehe raus in Kyurem. Da kann ich nicht mehr wirklich hochheilen und ja, Icebeams killen. Wie sehr hochheilen kann er nicht, kommt der Eissplitter. Und ja. Ich jetzt auf den Eisstrahl. Es ist eine Roll-Up-Kill auf der Range, aber er killt natürlich nicht. Und er geht auf die Tarnsteine. Das ist jetzt sehr böse, weil Raikou hat nur noch 22 KP. Das wird sauknapp. Ja, ich habe jetzt noch Kyurem und Raikou. Wir nehmen auf den Eissplitter. Ich auf den Eisstrahl. Und damit ist Keifel weg. Jetzt kommt Togekiss rein. Und Togekiss macht mir nicht so viel. Also, auch, da, so ein Aura-Sphäre macht natürlich was. Aber ich mache mit Eisschalt nochmal deutlich mehr. Das sieht man ja auch, das ist recht viel Damage. Und da kommt die Aura-Sphäre. Und die Aura-Sphäre macht guten Schaden. Ja, nochmal auf den Eisstrahl. Und jetzt ist noch Kikli da. Ich habe es jetzt gewonnen, wenn Kikli keine Prio hat. Wenn Kikli keine Prio hat, gewinne ich das. Wenn Kikli jetzt keine Prio hat, gewinne ich das, weil dann kriege ich einen Eisstrahl und dann kommt der Donnerblitz. Dann kommt der Tempo-Hieb. Und damit war es dann durch. Das ist ein 1-0-Sieg für ihn. Und, ja, er hat mir am Ende noch gesagt, dass dieses Kikli gescarft war. Heißt, selbst ohne Prio wäre er einfach am Ende jetzt durchgegangen. Und wir sehen sogar noch, Kurai lebt mit einem KP. Aber selbst ein E-Speed, den es ja durch die Event auch kann, hat hier nicht gekillt. Also, ja. GG an Maxi hier. War ein sehr schönes Match, finde ich persönlich. Weil eben es war am Ende schön knapp. Mit 1 zu 38 Runden war es tatsächlich. Das kam mir jetzt irgendwie kurz davor in der Aufnahme. Ich denke, das ist, ja. Im Anschluss würde ich sagen, Dauern hätte mir nochmal deutlich mehr wehgetan, glaube ich. Wobei ich da dann auch Kryotag auch behalten hätte und so. Weil das Problem war jetzt ja eben, ich kann den Kryotag jetzt gar nicht mit Konter spielen, weil das mit Adaptability nicht zusammenpasst. Da habe ich stattdessen jetzt Notsituation übrigens gespielt. Jetzt im Nachhinein. Ich habe es ja eh nicht eingesetzt, also von dem her. Was hätte man besser machen können? Ich sehe jetzt nicht gerade irgendeinen großen Matchfehler von mir. Muss ich sagen. Palimpan hätte ich vielleicht irgendwie besser aufheben sollen, aber die Rocks mussten weg in dem Moment. Am Ende hat es ja Isa mehr reingeändert. Denn das mit Fruyal hätte ich vorhersehen können, aber weiß nicht, wie ich so main predictable, glaube ich. Mit dem Scarf. Aber ja. Laura, also irgendwie mein Mikro gekommen. Dann würde ich sagen. Dann bis zur nächsten Woche. Wir spielen nächste Woche gegen Hexwiss 96 von oben Ash Ketchup. Der müsste auch in der Beschreibung verlinkt sein. Könnt ihr mal gucken, was der so macht. Und natürlich Team Mauni auch. Dann würde ich sagen, bye bye und ciao.